Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Heute möchte ich euch The Spacious Tarot vorstellen. Das ist Ende letzten Jahres erschienen und als Pre-Order ist das Anfang diesen Jahres jetzt verschickt worden an uns. Und ja, geschaffen hat das Mellon und Rügig. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich lasse es lieber. Das Tarot-Deck kommt in einer schönen, stabilen Box. So sieht das von innen aus. The space is for you. Dann haben wir hier als erstes das kleine, süße Anleitungsbüchlein. Hier haben wir nochmal den ganzen Namen. Carrie Mellon und Annie Rügt, wie auch immer. Da bitte ich um Entschuldigung, dass ich das nicht aussprechen weiß. Ja, das ist ganz normale Einleitung. Hier wird nochmal näher auf die Bedeutung der jeweiligen Zahlen der kleinen Arkana hingewiesen. Finde ich auch sehr gut. Weil sonst wird das immer gleich zack, das und das ist die Bedeutung. Dann ist noch eine kleine Änderung hier, dass Page, Ritter, Königin und König jetzt Kind, Forscher, Wächterin oder Hüterin und Elder könnte man als Älteste oder Stammesälteste übersetzen, am besten. Dann, ja, dann gibt es hier noch drei Kartenlegesystem. Und ja, und dann geht es auch schon los mit der Beschreibung der jeder Karte. Die großen Arkana haben jeweils so 1,5 Seiten zur Verfügung und hier jeweils bei den kleinen Arkana eine Seite mit Stichwort und dann näherer Erläuterung. Schön ist auch, dass hier mit den Reitern kann man dann schneller seine Karten finden. Dann zu den Karten selbst. So sieht die Box von innen aus. Die Rückseite ist ein schöner, heller, wie so ein Stern Nachthimmel oder gerade im Begriff sich, also es ist später Abend, die Sonne geht gerade unter, dann wird aus Blau dann dunkelblau. Also die Kartenstärke ist sehr stabil, ist stärker als Spielkartenstärke. Das Ganze ist in einem seidenmatten Glanz gedruckt worden. So, und jetzt kommen wir nämlich zu der Besonderheit dieser Karte, dieses Kartendecks. Denn es gibt keine Personen, die sind dort nicht abgebildet, weil man es aus seiner eigenen Perspektive. Wir nehmen sozusagen die Stelle des Narren ein und blicken auf diesen Felsvorsprung, wo sonst immer klassisch abgebildet der Narr zu sehen ist, wie er auf diesem Felsvorsprung steht oder gerade im Begriff ist, den ersten Schritt auf seine Reise zu unternehmen. Und wir sehen das sozusagen aus der Perspektive der jeweiligen Person in dieser Karte. Also hier ist es der Narr, der Magier. Da kann man sich gut vorstellen, dass man sozusagen unten steht und hinaufblickt und beherrscht alle Elemente, Schwert, Pentakel, Kelch und Stäbe. Entschuldigung, bin gegen die Halterung gekommen. Hier auch das Symbol der Unendlichkeitsschleife. Dann kommen wir zur Hohepriesterin. Und dieses finde ich sehr schön gestaltet. Zuerst dachte ich, es wäre eine Perle, aber nein. Hier ist ein Sternenhimmel mit dem Mond. Es kann entweder eine Spiegelung sein oder, wie ich es finde, es sieht so aus wie so ein Portal, dass man dort in einen anderen Raum rein transportiert werden kann. Also das ist wunderschön. Das Ganze ist auch sehr dunkel gehalten. Hier im Vergleich zum Magier. Taghell, also besser gesagt, sieht aus wie der Beginn eines Tages mit Sonnenaufgang und hier schon so die Dämmerung vor Antritt der Nacht. Also der Magier und die Hohepriesterin. Dann haben wir hier einen schönen Blick auf eine bunte Blumenwiese bei der Herrscherin. Dann haben wir hier die Mohnblumen bei dem Herrscher. Die stehen hier in Reih und Glied.
soll halt Struktur, Disziplin und Ordnung repräsentieren, was in dem kleinen Anleitungsheft nicht, wo die Autorin nicht drauf eingeht, aber wo ich denke, dass die Assoziation auch dazu gehören könnte, ist, dass zum Beispiel, ich weiß, in Großbritannien ist die Mohnblume auch Symbol für die gefallenen Soldaten. Und das würde ja auch hier in dem Sinne auch dazu passen, mit diesen in Reihe und Glied, und so wachsen ja Mohnblumen ja nicht natürlich. Also das ist der Herrscher. Dann wunderschön diese Menhire, dieser Steinkreis für den Hierophant. Dann zwei Lichtstrahle, die sich umschlingen als die Liebenden. Der Wagen ist hier. Fahren wir mit dem Boot sozusagen den Fluss runter, den Anduin, wenn es nach mir ginge. Dann haben wir hier die Kraft, und hier sehen wir einen Kaktus in einer Wüste, und die Wüste ist ja nun ein ziemlicher extremer Standort zum Überleben, und dass unter diesen schlechten Bedingungen die Kaktee trotzdem noch die Kraft hat, so eine wunderschöne Blume auszubilden. Das ist, wie gesagt, immer wieder ein Wunder der Natur. Dann haben wir hier den Eremiten ohne Eremit. Hier steht nur die Laterne in so einem Baumkreis im Wald. Dann haben wir hier Rad des Schicksals. Hier in der Mitte ist so eine kleine Spirale und umkränzt von einem Rad der Jahreszeiten, würde ich sagen. Hier ist Stechpalme, Elex für Winter, immergrün. Dann hier so Knospen, und hier blüht der Zweig. Hier sind Früchte. Ja, und hier verliert der Zweig seine Blätter im Herbst. Und somit schließt sich wieder der Kreis. Dann haben wir hier die Gerechtigkeit. Das soll aussagen, dass es kein Schwarz und Weiß gibt, kein Richtig und kein Falsch, und dass diese Wellen, dass also sozusagen alles, was man tut, auch sozusagen eine Resonanz, eine Auswirkung hat. Dann haben wir hier den Gehängten, auch großartig, die Motivwahl. Man steht sozusagen hier auf dem Mond und schaut runter auf oder rüber zur Erde. Und so die allgemeine Bedeutung bei dem Gehängten wird ja immer gerne so interpretiert, dass man etwas aus einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Perspektive sich betrachten oder anschauen soll. Und das ist nun wirklich eine andere Perspektive auf dem Mond. Ich habe aber auch immer noch so die Deutung, dass für mich bedeutet der Gehängte auch so dem Status quo ausgeliefert sein. Also stehe hier auf dem Mond und muss zusehen, was auf der Erde passiert, und kann nicht eingreifen oder aktiv werden. Also das finde ich, also könnte man damit auch dann gut interpretieren. Dann haben wir hier den Tod mit der weißen Blume, der weißen Rose, die auch hier auf der Rückseite abgebildet ist. Dann haben wir hier die Mäßigkeit, Mäßigung, Feuer und Eis schmilzt, und in der Zwischenebene bildet sich halt Nebel, also Dunst. Dann haben wir hier den Teufel, zuerst so Fragezeichen, und jetzt in der Beschreibung stand dann, dass das sozusagen wie Gitterstäbe, also es ist wie so eine Barriere, sollen diese schlanken Baumstämme wirken, dass man da sozusagen gebunden ist und also nach dem Motto vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Also das dazu. Dann haben wir hier den Turm mit dem kleinen Steinmännchen. Dann haben wir hier, liegen wir auf, wie sieht es so aus, als wenn wir auf dem Rücken liegen und hinaus in den Nachthimmel die Sterne bewundern. Dann haben wir hier den Mond
der Perspektive von den Pilzen her könnten wir wahrscheinlich der Hummer oder das, was aus dem Wasser steigt, in der Kartendarstellung beim Mond sein. Dann haben wir hier die Sonne. Dann auch das Gericht. Die Gerechtigkeit, Entschuldigung. Nein, das ist ja das Gericht. So, meine Güte. Im Deutschen hört sich das alles immer anders aus. Das ist nicht Justiz, sondern das ist das Gericht. Und hier finde ich das auch wunderschön. Sieht das aus, als wäre auch wieder zwei Welten. Und das wäre das Portal, in dem man dann so übergehen kann, übertreten. Dann haben wir hier die Welt mit Sternbildern. Und dann kommen wir zu den kleinen Arkana. Beginnt hier mit dem Ass der Pentakel, einem geflügelten Ahornsamen-Sämling. Dann wieder klassisch zwei Pentakel. Drei. Die Kiefernzapfen bei vier Pentakel. Und hier sieht es fast so aus wie so ein Hund, der da hochläuft zu dem Steinkreis. Und hier so ein bisschen rot, als wenn er verletzt wäre. Oh, das ist vielleicht der weiße Hund, mein Hund dann vom Narr. Ich bin ja aus der Perspektive des Narren. Ja, dass der da Schutz sucht in dem Kreis. Fünf Pentakel übrigens. Dann zwei Nester und sechs Pentakel. Dann haben wir sieben Pentakel, müssen wir Geduld haben, um Kürbis zu ernten. Dann fleißig wie die Biene bei acht Pentakel. Dann fehlt natürlich die Dame mit dem Greifvogel bei neun Pentakel. Und wir sehen wahrscheinlich, wir sind die Frau, haben den Greifvogel in der Hand und schauen auf diesen kunstvoll gestalteten Buchsbaum im Kübel an. Dann haben wir hier 10 Pentakel. Und hier haben wir so was Süßes. Die Hofkarten der Pentakel werden durch Beeren dargestellt. Hier haben wir einen kleinen Bär, ein Kind der Pentakel. Hier haben wir Abenteuer der Forscher der Pentakel und hier die Hüterin oder Wächterin der Pentakel. Also einfach nur zuckersüß, finde ich. Und hier haben wir die Ältesten mit schönem Bergpanorama der Pentakel. Entsprechung wäre König. Dann geht es weiter mit den Schwertern. Hier eindeutig Luftelement zu sehen. Zwei Schwerter. Blick aufs Meer. Hier ist aber im Eis noch so ein Zweig. Dann hier drei Schwerter. Die Schwerter durchbohren zwar kein Herz, aber hier durch diese roten Farbe möchte man nicht wissen, was da unterm Eis erstochen worden ist. Dann vier Schwerter. Die ruhen sich nur aus auf der Bank. Dann haben wir den Geier und die fünf Schwerter. Da ein Lichtstreif am Horizont bei sechs Schwertern. Sieben Schwerter. Klare Linie. Eins muss natürlich wieder crackeln. Bei sieben Schwertern. Acht Schwerter. Eins steht außen, der Weiße ist mit den anderen gebunden. Oh, jetzt haben wir neun Schwerter. Sieht, als wenn es verletzt ist, könnte aber auch ein brauner Fleck sein. Jedenfalls sieht es kleine Kaninchen aber sehr traumatisiert aus. Dann haben wir zehn Schwerter, wo in so einem Holzstumpf, abgehackten Holz, zehn Schwerter stecken. Dann haben wir bei den Hofkarten der Schwerter die Raben oder Krähen. Hier das Kind der Schwerter.
der Forschende, der Schwerterforscher. Dann haben wir hier Hüterin, Wächterin der Schwerter oder Wächter. Finde ich sehr schöne Abbildung. Und dann haben wir die Ältesten der Schwerter. Dann geht es weiter mit den Stäben, Ast der Stäbe, hier mit Feuerelement. Hell-dunkel mit zwei Stäben, sehr farbig auch schön gestaltet. Drei Stäbe, vier Stäbe. Fünf Stäbe. Ja, zwei prickeln noch. Zwei sind komplett ausgegangen. Da ist nur noch Rauch und der hier ist auch bald am Erlöschen. Dann haben wir hier mit dem Siegeskranz sechs Stäbe. Sieben Stäbe. Wobei dies hier sieht auch aus wie so ein Zauberstab, finde ich. Dann haben wir acht Stäbe. Die Rose und die neun Stäbe. Und 10 Stäbe. Dann werden die Hofkarten mit einem entweder roten Salamander, irgendeine Lurche oder Eidechse symbolisiert. Hier noch ganz klein als Kind. Dann haben wir hier den Forschenden, der Forscher. Dann Hüterin des Feuers sozusagen, der Stäbe. Und mit einem fulminanten Feuerwerk hier die Ältesten, die Stammesältesten der Stäbe. Und als letztes, der kommt jetzt der Ast der Kelche. Was hier, fand ich erst auf den zweiten Blick zu erkennen war, dass das hier wie eine Linse, so ein schärfestellendes Gefäß ist, weil zuerst sah es aus wie so ein Muster auf der Schale, wie so weißes Porzellan mit blauem Dekor. Aber hier sieht man, dass es diese unscharfe Bergrückenlinie so weiterführt, wie so fokussiert. Finde ich wunderschön, die Idee. Dann haben wir hier zwei Kelche in einem Seerosenteich. Dann haben wir drei Kelche. Vier Kelche auf einem Felsen in Stromschnellen. Dann ein sehr düsteres Bild mit den fünf Kelchen, wo drei zerbrochen sind und zwei in der Ferne da noch stehen auf dem anderen Ufer. Dann haben wir sechs Kelche oder Becher. Sieben. Durch die Luft wirbelnde Kelche. Dann haben wir der Weg fortführend, der acht Kelche mit dem Mond über die Berge. Dann neun Kelche am Strand. Und dies hier finde ich auch wunderschön gelöst. Jeder Kelch hat eine Farbe und die fließen zusammen. Und ergeben den Regenbogen. Wunderschön, finde ich, die Idee. Dann haben wir wieder Koi-Karpfen oder Goldfische, die die Kelche repräsentieren. Hier ist das Kind, der Forschende, der Forscher, Wächter, Hüterin, Königin der Kelche sozusagen. Und hier auch die Ältesten, der Älteste der Kelche. Ja, das war das. Also mal wirklich was anderes. Ich finde das wunderschön gestaltet, von der Farbigkeit auch. Genau meine Farbpalette. So, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.